In den nächsten 25 Minuten würde ich gerne ein Panel hier zusammenstellen und sozusagen die Naumann-Stiftung, die Kooperation und das, was sie bewirkt, von außen spiegeln lassen. Nicht bevor ich wieder mal als Moderatorin so eine blöde Statistik reinbringen darf, zum Beispiel, wie viel Mal taucht das Wort Freiheit bei Google auf, wenn man es denn reingibt? Also ich bin auf 26.700.000 gekommen, das ist ja dann immer so ungefähr und das Ganze in 25 Sekunden. Auf Englisch geht es natürlich ein bisschen besser, da kommt man auf 442 Millionen Nennungen. Und das Erstaunliche ist, wenn man das Wort unfrei eingibt, man muss ja auch immer das Gegenteil denken, kommt man immer noch auf über 10 Millionen Nennungen. Das heißt, es ist noch viel zu tun, meine Damen und Herren. Ich würde jetzt gerne die Mitglieder meines Panels, die ich einzeln befragen darf, auf die Bühne bitten. Und ich bitte Irina Schewakowa von Memorial aus Russland an meine linke Seite. Muzi, come to me. Muzi Maimane, Sprecher der Democratic Alliance aus Südafrika. Ja, thank you. Und knapp an der Grenze dieses Drittels, das Sie gerade erwähnt haben, Herr Westerwelle. Tricia Yeo aus Malaysia, Wirtschaftswissenschaftlerin und Alumni der Friedrich-Naumann-Stiftung. Last but not least ein Herr, der bereits schon erwähnt worden ist, Hans van Baum, der Präsident der Liberalen International. Und natürlich auch Mitglied des Europaparlamentes. Wir sind zuletzt verabredet, wenn ich nicht gerade das Wasser umschütte, sind Sie okay? Ja, alles in Ordnung. Besser Wasser als andere Anwürfe und damit sind wir schon sozusagen direkt im richtigen Leben. Anwürfe, es gibt das sogenannte Agentengesetz. Memorial gibt es seit 1989, eine Arbeit, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, historisch aufzuklären über Menschenrechte in Russland mit vielen, vielen Dependancen inzwischen außerhalb von Moskau. Und seit dem Agentengesetz geht es Ihnen wie? Ja, wahrscheinlich ist das die Zeiten, die wir jetzt erleben, also für die Zivilgesellschaft, für unabhängige Organisationen in Russland sind das wahrscheinlich die schlimmsten Zeiten. Und wir haben natürlich damals vor 20 Jahren sich nicht vorstellen können, dass sozusagen die kritische Meinung, die freie Wahlen, also so unter die Frage gestellt werden können. Aber sozusagen die gute Nachricht ist, dass keine einzige Organisation in Russland aus diesem zivilgesellschaftlichen Spektrum hat sich irgendwie erklären wollen, also sich als Agent anerkennen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass die Menschen, also wie man das in diesem zivilgesellschaftlichen Sektor betrachtet und schon gar nicht Memorial. Wir haben von Anfang an, also seit unserer Gründung, immer ganz bewusst sozusagen an europäische Erinnerung gedacht. Und hier, glaube ich, in diesem Raum ist es absolut, wird für alle verständlich sein, es ging uns um Tausende, Hunderttausende von den menschlichen Schicksalen sozusagen in unserem gemeinsamen Europa und von den deutschen Schicksalen. Wenn man schon dieses Wort Agenten spricht, also in Russland, ist das überhaupt unmöglich, weil Tausende, Hunderttausende von Menschen sind im Gulag umgekommen, unter der falschen Beschuldigung, ein ausländischer Agent zu sein. Und vor allem übrigens deutsche Opfer im Gulag, gerade als irgendwelche feindliche Agenten in den 30er Jahren, Ende der 40er Jahren. Also das war für uns absolut unannehmbar, sozusagen. Und wenn man, würde ich sagen, jetzt bedenkt, dass was heißt diese sozusagen ausländische Unterstützung und dieses ausländische Geld? Es ging ja, wir haben das nie unterscheidet, was für Geld
Und es waren ja gemeinsame Projekte. Es ging um Schicksale von Menschen, von Opfern von mehreren Diktaturen in Europa. Und wir haben das immer als eine gemeinsame Sache betrachtet. Und dieses Auseinanderreißen jetzt, ein Versuch sozusagen, also wiederum an alte Mythen sich zurückzuerinnern, also das ist für uns absolut unannehmbar, natürlich. Ich danke Ihnen, Frau Scherbakowa. Gerade in Bezug auf Memorial, also wir versuchen in Erinnerung zu bringen, wir versuchen die Geschichte neu zu bearbeiten, arbeiten Sie auch viel mit Schülern und jungen Studenten. Wie erreichen Sie die jungen Russen, die möglicherweise in der Schule eine andere Geschichte gelernt haben und sich erstmal umorientieren müssen, wie kommen Sie an diese Leute ran und wie offen sind die für eine neue, alte Geschichte? Ja, Gott sei Dank nicht eine ganz andere Geschichte. Gott sei Dank ist schon sehr viel geschrieben, veröffentlicht worden in diesen neuen Jahren. Und wir hoffen, man kann es nicht wieder rückgängig machen. Man kann nicht wieder sagen, dass das Weiße schwarz ist und das Schwarze weiß. Aber wir haben natürlich große Schwierigkeiten mit den Mythen, also über das gute Leben in dem sowjetischen Imperium zu kämpfen. Und wie schön war es unter dem Kommunismus, plötzlich müssen wir wieder erfahren. Also wie groß der große Führer Stalin war und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein sehr schweres Feld. Und es geht wiederum darum, worüber hier schon gesprochen worden ist. Es geht um Freiheit und Demokratie und um Menschenrechte. Und ich glaube, dass mit diesem Pathos kann man schon einiges erreichen, weil für Memorial es immer wichtig war zu betonen und deshalb auch diese gemeinsame Arbeit mit den deutschen Stiftungen und mit den Naumann-Stiftungen. Es geht uns um Menschen, um gröbste Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit und um Menschenrechtsverletzungen auch in der Gegenwart. Und ich glaube, damit können wir auch oder konnten auch junge Menschen erreichen. Und leider wird Vergangenheit jetzt in Russland immer mehr und mehr als ein Schlachtfeld wieder betrachtet, als ein Schlachtfeld der Werte. Also gehen wir sozusagen also zurück in die autoritäre Zeiten zurück oder wir blicken nach vorne. Also und ich glaube, das ist sozusagen, da ist unser Feld und das ist unser Tätigkeitsbereich jetzt und damit können wir auch junge Menschen erreichen, hoffe ich wenigstens und das versuchen wir auch. Und das machen Sie auch tagtäglich, meine Damen und Herren. Ich werde gleich noch eine Schlussrunde machen, deshalb lasse ich die jetzt noch aus. Vielen Dank, Frau Scherbakowa, dass Sie Ihr Herz und Ihr Anliegen mit uns geteilt haben. Muzima Mane ist beim jungen Mann, darf man das sagen, he's 33 years old. He's one of the hopes for the Democratic Alliance. He's number 3 in the opposition party in South Africa, a spokesman, and he almost took on the chore of becoming mayor of Joburg, and I only say chore because I've been there and I would think it's a hell of a lot of work that you would be doing there. But you're engaged in a lot of work, you're engaged in changing society. When we talked earlier, you said there needs to be a change from the liberator that has liberated South Africa. What did you mean by that? Yeah, and good evening, everyone. The only thing I can say is ich spreche kein Deutsch, you know. So I'll try and go in English. You looked very convincing when you were listening to Mr. Westerwelle's speech. There's a critical job in South Africa of moving ourselves. We have a history of oppression in South Africa, a very heinous history of apartheid that segregated blacks and whites into different corners and separate development. And in fact, in thinking tonight about the role that Nelson Mandela played, a critical role in being able to bring liberation to South Africa. And often in many African nations, the difficulty is that people then sit back and go, well, now we've been liberated. And in fact, the idea of freedom
then becomes this narrative that our leaders brought us freedom. And now the tough job in South Africa is to shift ourselves from the liberator, so that indeed when we talk about freedom, we can talk about what that means for South Africans to move away from their racial past, to be able to reclaim for themselves a sense of agency, a sense that says to them, they can be individuals, they can be able to serve, and then ultimately the delivery of the promise of freedom, which had so many objectives, such as education, healthcare, and many of the things that form this discourse and parliamentary processes. I hear two aspects. The one aspect is sort of maybe the age gap. Referring to what we heard earlier, so many young people, so many young South Africans, and yet at the helm of the ruling party at the moment, we see, pardon me, old men. So where's the country going to go? Where's it going to go with your help? Well, I think, you know, the great news of that, well, the contrast between developed nations and developing nations is the fact that the age spectrum varies so much. You know, as a country, just under two-thirds of South Africans are under the age of 35, which is a fascinating cocktail when you bring that into play, because that isn't always reflected in its leadership trajectory. We have, in the two major parties, which is the African National Congress and then us, we found such a difference in the two, in that the leading party at the moment has had struggle heroes, has had that sort of history behind it, and so much of its leadership expresses itself in a much older age group. We're finding the luxury of having young, talented South Africans come into the fold, come into a very serious leadership level. I was highlighting earlier that, in fact, in our own party, if you were to take of our 10 leaders, at least I could say for four or five of those, they're in their mid-30s or so, which is a very positive thing when you consider the fact that I think when we wrestle with issues of the 21st century, such as how do we do development in Africa, that requires the diaspora to almost come to an end, where young South Africans and young Africans can come back into the continent with a complete view of wrestling with the issues that face them, and almost preparing a nation to wrestle with issues that pertain to their future rather than addressing their history. And I think we're seeing some great young people come through as education improves, as infrastructure comes into play, and as a globally connected society, I think also leadership is getting younger. I mean, I can think of Barack Obama in his own age, and certainly all the other leaders. There's a trend where young leaders are starting to step up to the fore. So I think in the future of South Africa, I'm hoping that we'll see a lot younger leaders come to the front. And you're certainly a symbol of them, certainly an icon, and thank you very much for being here. I'm just going to do the last round on the cooperation with the Naumann Stiftung in a moment. The good thing is, us ladies never talk about age, so we just talk about young leaders and young leadership. Tricia Yeo, economist, organizer, now behind the movement of the opposition in Malaysia, that almost won the recent elections in May, but didn't quite. And actually, that's one of the reasons why you're still fighting and why you're sort of engaged in attempting to get more freedom, more liberalization, also on the Parliamentary Act. Tricia, the question is, if you're in opposition, it's very difficult to change the laws governing who is actually going to go into parliament. So how do you attempt to do that? Guten Abend. Dankeschön für die Einladung. And I'm very glad to be here, as introduced by our very excellent moderator. I am part of a very large group of young people in Malaysia today who have been supporting, of course, the opposition is one part of it, but I would prefer to call it a sort of civil society movement, a movement away from what we have experienced, which is more than 50 years of the sort of race-based politics that Malaysia has experienced. If any one of you here understands the nature of politics in Malaysia, our ruling coalition is governed based on race. The parties are actually defined based on race, and so the opposition coalition has attempted to move away from that by espousing a new kind of politics
all of the three parties in the opposition coalition do not define themselves on race, but rather on values such as justice, freedom and fairness and equal outcomes. And these are values which are struggling in terms of being accepted even by the mass population, especially amongst the more rural, uneducated, and those who have not access to internet and technology. You asked the question of how the opposition exactly would be able to achieve these outcomes since it does not have the majority in parliament. Again, we just had our 13th general elections, and some statistics for us, for example, the ruling coalition received 47% of the vote, but occupy 60% of the parliament today, with 133 out of 222 seats, whereas the opposition coalition did actually receive the popular vote of 51% and only received 40% of the parliamentary seats, with an increase in number of parliamentary seats, so that is a success. But unfortunately, because of the way the seats and the constituencies are delineated in the country, that poses a big problem for the opposition. Now, where does this go following from here? Elections happens once in 5 years, so any time between now and, 5 years from now, the opposition would have another bid to take over the general elections, the federal government. But this year is a quite crucial year for us because this is the time when Parliament is going to redelineate the constituencies. And for the first time, they would have to actually negotiate with the opposition because in order to increase the number of constituencies, you would need a two-third majority, which the opposition has successfully denied the ruling coalition from gaining for a second time. So this is where you see democracy at play. You see the ruling coalition really needing to come to the table for the first time and being nice, being courteous to the opposition coalition and saying that this is the way that we are going to work in a growing democracy. Sounds great. Sounds a big challenge. Another challenge for you, the other aspect that we talked about earlier and we did have time then, we should sort of bring it to more of a point. In how far is economic liberalization, i.e. sort of steering away from the nationalistic movements that we've had in Malay economics recently, in how far is that also part and parcel of your strategy? I would say that it's still a very politically sensitive issue because even the opposition coalition in its articulation of new policies have tried to move away from race-based policies. So the opposition coalition has said, for example, that we would like to espouse needs-based policies regardless of race, which means that anyone who belongs to the pocket of poverty within the low-income groups, you would receive a certain amount of aid, whether or not you're a Malay or a Chinese. And so this old sort of thinking along race lines is actually very archaic, a very conservative way of looking at things. And precisely because race-based policies have actually infiltrated into our economy for all these past 50 years, there is really a need to break away from that. The government has successfully used, or rather abused, the term of economic aid for the what we call in Malay as the Bumiputra. In literal translation, means the princess of the earth. So, you know, we still have that kind of terminology in our countries today. And what I really believe is that in order to break away from this economic nationalism, in the name of race, we need to, for example, reduce the role of governments in the economy, where today the government actually has a very, very large share. And for the economy to grow, we need increased amounts of private investment, which has declined over the past 10 years, especially after the 1998 Asian financial crisis, which I believe Malaysia has not fully recovered from compared to the other regional countries around us. Again, I would like to sort of leave the last question for the last round in order to bring in Hans van Baalen as Mr. President, so to say. Und ich glaube, wir sollten auf Deutsch weiterreden, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe. Von Ihnen würde ich doch ganz gerne abholen, wie wichtig sind für Sie die Vertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung innerhalb dieser internationalen Verbindung? Ja. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, in einer Gesellschaft zu sein von Freunden. Wir von der Liberalen Internationalen kennen die meisten dieser Leute, die für die Freiheit arbeiten, jeden Tag.
Und die Liberale Internationale ist eine sehr große Organisation, aber wir haben ein kleines Sekretariat. Also ohne Naumann-Stiftung läuft nichts. Und ich habe gelernt, das war Otto Lambsdorff als Präsident der Liberalen Internationale, hat gesagt, immer Qualität gilt. Man sollte nicht viel sagen, man sollte viel tun. Und dann können wir immer mit der Naumann-Stiftung zusammenarbeiten. Die Naumann-Stiftung sagt nicht, so und so soll es geschehen, aber die Naumann-Stiftung bietet Möglichkeiten. Und die Naumann-Stiftung ist immer vor Ort, wo es nötig ist. So für uns, LI, Liberale Internationale, ist die Naumann-Stiftung wesentlich. Wir sind ja unter Freunden und da kann man auch mal so ein bisschen über Geld reden. Wie ist denn das? Normalerweise gibt es ja in Europa so, dass die Deutschen schon ein bisschen mit dem Geldsäckel angedackelt kommen und ja. Dann auch mal Probleme leichter lösen helfen können. Wie sieht es da sozusagen unter Brüdern aus? Ich muss sagen, die Naumann-Stiftung gibt kein Geld, aber Unterstützung. Das macht sie innerhalb Europa und außerhalb. Und es war natürlich gut, Guido Westerwelle, der Bundesaußenminister, zu hören, zu sagen, Europa ist eine Lösung, nicht ein Problem. Aber da muss man auch in allen Ländern von Europa verstehen, dass Deutschland nicht der Schatzmeister ist. Deutschland ist ein sehr demokratisches Land, immer bereit mitzuhelfen. Aber wir können Deutschland nicht beschimpfen für die deutsche Hilfe. Und Deutschland hat eine Rolle zu führen in Europa und außerhalb. Und das ist immer eine demokratische Rolle. Und das sehen wir sehr gern, Herr Außenminister. Vielen Dank, Herr van Baalen. Ich werde Sie jetzt, Sie haben ja gerade ein Wasserglas vor sich stehen. Ich werde Sie bitten, jetzt mal da tief reinzuschauen. Die nächsten 50 Jahre. Was wünschen Sie sich für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die nächsten 50 Jahre? Meine erste Begegnung mit der Naumann-Stiftung war in Chile. Demokratie in Chile. Und da war meine Partei, die VVD in Holland, noch eine Partei von 10%. War auch nicht schlecht. Jetzt sind wir, und auch durch die Kooperierung, Zusammenarbeit mit der Naumann-Stiftung, mit der FDP, sind wir eine Partei von etwas mehr als 20%. Das heißt, wir führen die Regierung in Holland. Und was ich sehe, es dauert noch einige Jahre, dass Deutschland auch, ich sehe es, einen FDP-Bundeskanzler oder Kanzlerin haben wird. Und das ist für uns auch wichtig. Also die Zukunft ist gut für Deutschland, für Europa, für die FDP, für die Naumann-Stiftung. Wunderbar, das wäre schon fast das Schlusswort gewesen. But I promise to come back to you. In how far was the Naumann-Stiftung instrumental in you actually being able to do what you're doing right at the moment? Maybe instrumental in assisting, maybe instrumental in getting into the right network. Tricia. Of course, I have to thank Naumann-Stiftung for particularly a network that I have been invited to year after year called the Economic Freedom Network of Asia. This is a conference which brings together regional partners and individuals interested in the issue of economic liberalism. And I think it is through this particular platform that I've been able to meet the right people because, as I said earlier, it's sometimes something that is rather politically sensitive within the country to discuss. So that as a platform would be one of the highlights, I think, of my participation in the network of Friedrich Naumann. Thank you very much, Tricia, and forgive me for having looked back. The explanation will come in a moment. Yeah. I would like Irina, seit 1999 sind Sie finanziell unterstützt worden, aber sicherlich nicht nur finanziell. Nein, natürlich. Natürlich ist schon, wir müssen offen sein und natürlich ist auch finanzielle Unterstützung wichtig. Aber ich glaube, das ist überhaupt kein Zufall, sondern das war sogar selbstverständlich, dass von Anfang an Memorial sich auf deutsche Zivilgesellschaft sehr stark stützte und auf
unterschiedliche Organisationen aus dieser deutschen Zivilgesellschaft, weil niemand in Europa eigentlich hatte so ein Verständnis für die Aufarbeitung der Vergangenheit wie in Deutschland. Und übrigens auch jetzt in diesen schweren Zeiten für uns ist das, wenn wir die Unterstützung, also wirklich Unterstützung in Europa eigentlich mitbekommen und Sympathie und Schutz zum Teil, auch in der, von der deutschen Politik, von der Zivilgesellschaft, von den Stiftungen, das ist vor allem aus Deutschland. Das ist uns absolut klar. Und ich glaube, das war auch, was die Naumann-Stiftung anbetrifft, ich glaube, das war ganz wichtig, was sehr wenig Menschen damals in Russland verstanden haben, dass man eine soziale Marktwirtschaft ohne Korruption, ohne ganz schreckliche Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich aufbauen kann, nur mit Demokratie, mit Freiheit, mit den Menschenrechten. Und das war, und dafür war also auch unsere Kontakte zur Naumann-Stiftung ganz wichtig. Und ich glaube, Moskauer Büro hat schon für unsere Arbeit eine ganz große Rolle gespielt, weil damals, Anfang der Nulljahre, der sogenannten Nulljahre, war für viele nicht klar, welche Rolle diese sozusagen verdrängte Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit spielt. Und das hat die Naumann-Stiftung sehr stark uns damals unterstützt, auch mit unserer Arbeit mit den Jugendlichen. Und bis jetzt ist das so. Und wir sind sehr dankbar dafür. Ich danke Ihnen vielmals. Last but not least. Musik, connection to the Naumann-Stiftung? Yeah, we've had a very positive relationship with the Naumann Foundation. Key is the fact that I think South Africa's own foundations and its own constitution are driven on very strong liberal values. And so there's a very strong relationship that partners our own party and where we sit, and I think there's an economic space that we have discussions over. And I think in return to your earlier question about young people into leadership, the foundation has been critical in being able to help us with our own young leaders program, where we take young people through a particular level of training. It's also been key for leaders like myself who have attended a number of workshops to be able to have done that. Many of our senior leaders, in fact, speak very fondly of the leadership opportunities they've had through the foundation. And I think the partnership has helped us prepare a new breed of politician, a new breed of leader that has come on board in order to impact South Africa. And I think that's been a phenomenal partnership that we've seen. Thank you so much. And I think I can speak for the audience that we wish all of you to continue on your very important work, to make the changes in your countries that you aspire to do, and keep up the good work and the nerves to do so. Thank you very much. Hans, thank you. Lieber Herr Niebel, darf ich Sie bitten, an meine rechte Seite zu kommen? Sie sind ehemaliges Kuratoriumsmitglied der Stiftung und natürlich auch ganz eng mit der Stiftung verbunden. Was hat es für Sie persönlich gemacht? Wir fangen mal mit der persönlichen Frage an, dann können wir sozusagen ins Geschäftliche rübergehen. Spannende Leute kennenzulernen, hier in Deutschland, aber vor allem auch weltweit. Und man kriegt eine Erweiterung des eigenen Horizontes durch die Diskussionen, die stattfinden, auch im Kuratorium. Manchmal sind sie lang, die Diskussionen, das ist wahr. Aber sie nützen der Sache und das ist dann ja auch gut. Um neue Ziele zu erwecken. Wo sehen Sie denn jetzt die besonderen Stärken der Stiftung, auch nach dem, was wir gerade gehört haben? Durch die Flexibilität. Das gilt übrigens auch für die anderen politischen Stiftungen. Es sind ganz hervorragende Partner, die es auch ermöglichen, in politisch herausfordernden Situationen schnell und flexibel zu reagieren. Sie sind nicht stur, halten sich nicht unbedingt damit auf, dass man den schwäbischen Dreisatz wiederholt, da könnte ja jeder kommen, das haben wir noch nie so gemacht, das war schon immer so, sondern sie bewegen sich in eine Richtung, die dann auch tatsächlich zielorientiert ist. Und das ist eine große Unterstützung, die uns auch sehr geholfen hat. Guido Westerwelle hat ja Nordafrika schon angesprochen. Hier war es eine große Unterstützung, dass alle Stiftungen, aber ganz besonders natürlich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die ja schon
seit 40 Jahren dort verankert ist, und zwar außerhalb des politischen Spektrums auch, in der Gesellschaft, in Kulturkreisen, in der Wissenschaft, dass die als Partner für uns zur Verfügung gestanden haben, um solche Reformprozesse auch mit zu begleiten. Hans von Balen hatte mir im Vorgespräch ins Öhrchen geflüstert, einer der schönen Aspekte der Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung ist, dass die nicht hinkommen und sagen, so müsst ihr es machen, sondern gemeinsam mit den Partnern entwickeln. Ich gehe mal davon aus, die anderen Stiftungen machen es ähnlich, weil das sozusagen im Sinne auch der politischen Stiftungen ist. Was können denn diese Stiftungen anders erreichen? Wie können Sie es anders erreichen, als Sie mit der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit erreichen können? Nun, erstmal muss jedem klar sein, dass wir niemals irgendein Land von außen entwickeln werden, sondern jedes Land kann sich nur selbst entwickeln und dafür braucht es Kapazitäten. Da sind die Stiftungen hilfreich. Wir haben es ja eben gerade gehört, Democratic Alliance wird seit 1991 von der Stiftung begleitet, von einer kleinen Oppositionspartei bis zu einer großen, wichtigen Oppositionspartei. Und wir haben es über WWD gehört, wie man schnell auf 20% kommen kann. Ich wünsche mir auch manchmal, da sollte die Stiftung auch mit der FDP zusammenarbeiten. Und hier hat man Möglichkeiten gefunden, die Partner abzuholen auf einem Stadium, wo sie halt sich befunden haben und mit ihnen gemeinsam die Stärken herauszuarbeiten und an diesen Stärken weiterzuarbeiten. Der große Unterschied zur staatlichen Entwicklungszusammenarbeit besteht darin, dass die Stiftungen auch in Umfeldern tätig werden können, wo wir das aus guten Gründen nicht wollen. Sie haben ja einiges im Ministerium verändert. Ich sage jetzt mal neuen Wind, anderen Wind auf die Mühlen gebracht, die jetzt auch anders mahlen. Wo, sagen Sie, ist ein unterschiedlicher Ansatz im Bereich des Ansprechens der Zivilgesellschaft? Also Sie hatten ja bereits gesagt, Stiftungen können ein paar Sachen machen, die sie nicht können, aber Sie haben sich ja sozusagen die Stärkung der Zivilgesellschaft doch auf die Fahnen geschrieben. Also wo arbeiten Sie parallel und wo, sagen Sie, da sind definitiv Grenzen? Nun, man kann es natürlich banal an den Haushaltszahlen festmachen. Zwischen 2009 und 2013 sind die Mittel in meinem Etat für die Zivilgesellschaft, für das zivilgesellschaftliche Engagement von 555 auf 666 Millionen Euro erhöht worden. Bei den Stiftungen um 33 Millionen auf 247,4 Millionen. Und darüber hinaus haben wir noch geöffnet für die Stiftung die Möglichkeit im Bereich des Klimaschutzes auch den Klimafonds mit nutzen zu können. Das spiegelt wieder, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass das zivilgesellschaftliche Engagement, aber insbesondere auch die politischen Stiftungen gestärkt werden sollen. Und dieses insbesondere die politischen Stiftungen, das haben wir mit Zahlen umgesetzt. Aber das Geld alleine ist es ja nicht. Viel Geld ausgeben können wir alle. Was man daraus macht, ist das Entscheidende. Und die Stiftungen haben hier mit ihren Konzepten Wege gefunden, ein hohes Maß an Effizienz und Wirksamkeit zu erzielen, weil sie tatsächlich genau dort sich engagieren, wo sie auch merken, sie können ein Ergebnis erzielen. Sie verzetteln sich nicht, sondern gehen sehr zielgerichtet vor. Und das gilt insbesondere für die Naumann-Stiftung für die Freiheit, die ich natürlich viel lieber auch in allen Ländern, die ich bereise, treffen würde. Dass das nicht immer geht, weiß ich, weil sie nicht immer da ist. Aber sie haben mehr Spielräume bekommen, die politischen Stiftungen. Und das war, glaube ich, einer der großen Erfolge dieser Legislaturperiode. Wir haben gerade von Guido Westerwelle gehört, dass unsere Welt, klar, das erleben wir ja alle tagtäglich, im Umbruch ist. Und wenn wir jetzt auf die Anfänge schauen, 63 von dieser bipolaren Welt auf die multipolare Welt, in der wir heute leben, dann die sozusagen der Ring hinter den BRICS-Staaten, der da kommt. Das sind alles Staaten, in denen möglicherweise die Stiftungen arbeiten können. Sie hingegen konzentrieren sich immer noch auch sozusagen auf die unteren 10%, auf diejenigen, die wir schon fast aufgegeben haben, also wo die Stiftungen nicht arbeiten können oder kaum arbeiten können, teilweise sogar aus sicherheitspolitischen Gründen. Müssen wir alle mitnehmen? Müssen wir uns auf alles konzentrieren? Und wiederum, wo ist da der Unterschied für die Stiftungen? Nein, wir konzentrieren uns ja nicht auf alles. Als ich ins Amt gekommen bin, hatten wir 58 sogenannte Partnerländer. Jetzt sind es noch 50. Wir haben uns konzentriert. Wir werden signifikanter. Das ist auch international mit unseren anderen Partnern abgesprochen. Sondern wir versuchen, unsere komparativen Vorteile
auszunutzen, um möglichst gute Entwicklungserfolge zu erzielen. Und die Stiftungen können dort, wo sie dürfen, eigentlich auch überall arbeiten. Auch in schwierigsten Umfeldern teilweise. Ich erinnere mich noch sehr, dass lange vor der Eröffnung von Myanmar, Burma, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, vielleicht ohne Schild an der Haustür, aber doch zumindest angefangen hat zu suchen und zu arbeiten, wo denn eine kritische Menge an potenziell demokratischen Strukturen zu finden ist, damit man nach der Öffnung beginnen kann zu arbeiten. In Nordkorea kann man mit der Stiftung arbeiten, man glaubt es kaum, aber es geht. Wir würden das natürlich nicht machen. Und deswegen gibt es immer wieder Bereiche, wo es mit den Stiftungen teilweise geht, was wir nicht tun können oder nicht tun wollen. Und es gibt natürlich schwierige Umfelder, aber in allen anderen Ländern, in denen wir tätig sind, die Hälfte sind Konflikt, Postkonflikt oder fragile Staaten, fast in allen dieser Länder trifft man auch immer wieder die Stiftung, vielleicht nicht mit einem Büro, vielleicht mit einer Ortskraft, vielleicht mit einer Regionaleinbindung, aber ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich zu irgendeiner Region auch noch einen vertieften Rat über die unendliche Weisheit des Auswärtigen Amtes hinaus natürlich, haben wollte, dass die Stiftung nicht geliefert hat, weil die kennen sich gut aus, sie haben andere Zugänge, als es die offiziellen Regierungskanäle haben, weil sie halt eingebettet sind in die Gesellschaft und in die anderen Kreise dieser Gesellschaft, die politikfern auch sind. Wir wissen von vielen Reden von Herrn Westerwelle, dass wo auch immer er ist, möglicherweise dann auch mal im Hinterzimmer sozusagen ein Vier-Augen-Gespräch stattfindet und gesagt wird, pass mal auf, da und da an der Stelle sind wir nicht mit vereinverstanden. Das muss dann nicht unbedingt an die Presse gehen. Was machen Sie, um für die Freiheit zu werben, wenn Sie unterwegs sind, sowohl vom BMZ, und wie können Sie diese Werte, diese ethischen Ansprüche weiter unterstützen? Nun, wo immer es geht, versuche ich die Stiftungsvertreter auch zu treffen, in aller Regel alle, die vor Ort da sind, auch gemeinsam. Die parteipolitischen Unterschiede werden außerhalb Deutschlands weit weniger offenkundig, als man das meinen könnte, sondern man hat oftmals auch gemeinsame Interessen. Dadurch, dass man in einem nicht immer freundlichen Umfeld sich bewegt, hat man oftmals besonders gemeinsame Interessen, wie wir das jetzt in Russland feststellen. Und wir versuchen auf diese Art und Weise erstmal eine Einschätzung mitzunehmen, wenn ich mit meiner Delegation unterwegs bin, in sehr kleinem Kreise oftmals auch ohne die begleitende Journalistendelegation, manchmal damit sie auch Hintergrundinformationen bekommen. Das ist auch nicht abhängig von meinen Gesprächspartnern, wie sie selbst ihre Situation im Land einschätzen und ob sie der Ansicht sind, ist es eher hilfreich, auch Dinge öffentlich oder zumindest als Hintergrund öffentlich zu machen, oder dass es eher schädlich ist. Darf ich noch eine persönliche Frage stellen? Wann haben Sie einmal gedacht, als Sie auf einen Ihrer vielen Reisen gewesen sind, haben gesagt, ja, hier haben wir wirklich was geschafft, hier haben wir geschafft, dass Menschen frei geworden sind, wie auch immer Sie das definieren? In vielen Fällen, wo Menschen gerade nach Umbruchssituationen in einem Land sich getraut haben, öffentlich frei zu reden über das, was sie für wichtig halten. Vielen Dank, wir haben die freie Rede. Vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank für diesen Dialog. Always a pleasure. Und meine Damen, meine Herren, ich hoffe, dass jetzt hier hinter sich versteckt ein wunderbarer Musiker. In seiner Heimat ist er ein Star. Noel Kabangon, where are you? Noel, are you with us? There you are, wonderful. Gosh, I almost thought I had to talk myself. A star in his own right, an author, writer, singer, and when I say a publicist as well, it's because one of his songs was actually turned into a novel, absolutely fascinating, a political activist in the Philippines. And you have actually also created a song which is not too far away from our key word of the evening, free, I am free. Why did you create this song? What was it written for? Actually, it was the theme song of the project of Friedrich Naumann Stiftung in the Philippines. We call it the Freedom Run. That was 2 years ago. And I wrote the theme song in order to put more, bring more awareness to the people regarding freedom. So.
But freedom did not necessarily mean just freedom. It also meant freedom from corruption. Why? Yes, because that's basically the one of the. I'll just hold it. Sorry. basically, one of the reasons why we have the new president now is because we really have to fight corruption, because corruption is a problem in the Philippines, which really disenfranchises a lot of the Filipinos, and of course a lot of things that should be beneficial to the Philippines were, you know, we can attribute it to corruption. That's the reason why we do not enjoy them. That's wonderful, and I know that your president has already gone a long way. The reason I take this microphone is because we're not going to talk anymore. You're going to sing, you're going to share with us, I Am Free. Okay. Thank you. Maybe I should tell you a little bit about the song, because it's written in Filipino, from our national language. It's I Am Free, it's Ako'y Malaya in Filipino. The song speaks of freedom of expression, as in, like in music, we use it to express what we feel and what we think of the current situation. And what is freedom to us is there's really a lot of meaning, and we do not enjoy freedom if there's poverty, if there's corruption, if there's no work for a lot of people, if there's no housing, and etc. So, and if there's no peace, one of the things that the president wanted to put forward is to have lasting peace in the Philippines. So, here is the song, and this was the theme song of the Freedom Run. Layang magpahaya, silayang tubig na dumadaloy patungong daga. Ako ay may laya, may layang maglakbay, silayan ang ibong bumabagwis ng walang humpay. Ngunit ako'y mas malaya kung bukas may pag-asa. Ako ay may laya, may layang managinig, silaya ng awit mula sa pusong umibig. Ako ay may laya, may layang magsakanais, silaya ng isip na kayang sumulat at gumuhi. Ngunit ako'y mas malaya kung may pagkakataon sa tuwi na I'm free, I am free, I'm free. I'm free.
wala nang patos sa lansanga. Kung may disenteng tahanan na uuwian, kung may trabahong napat na papasukan, kung mapayapa na at ligtas na ang kapaligiran. I'm free, I am free, I'm free, ako'y malaya. Very much. Thank you so much, Noel. Absolutely fantastic. Keep on running. Keep on running towards freedom. Thank you. Wenn Sie so weitermachen, kommen wir mit unserem Zeitplanung ganz durcheinander. Aber vielleicht können wir ihn ja überreden, nach dem Schlusswort doch noch einmal zu einer Reprise wieder hier rauszukommen. Ich werde mein Bestes tun, aber das Schlusswort steht im Raume, meine Damen und Herren. Und Sie alle kennen diese wunderbare Sendung oder zumindest haben Sie davon gehört. Ich trage einen großen Namen. Derjenige, der jetzt uns sprechen wird, trägt einen großen Namen, einen großen liberalen Namen mit noch ein paar anderen Vornamen dazu. Wird dann sozusagen seine eigene Persönlichkeit daraus. Sie wissen, der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland war Theodor Heuss. Sein Enkel ist im Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung. Er ist dort stellvertretender Vorsitzender. Und Dr. Ludwig Theodor Heuss, bitte das Schlusswort. Ja, eigentlich würde man ja lieber noch ihm zuhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer mit der Aufgabe des Schlusswortes betraut ist, verfügt gewissermaßen über zwei Privilegien. Er darf einerseits Sie jetzt schon alle sehr herzlich zum anschließenden Empfang mit einem Glas Wein oder meinetwegen auch Bier einladen, der gleich nebenan in der Empfangshalle des Historischen Museums stattfinden wird. Mindestens wurde mir das aufgetragen. Und er hat es andererseits in der Hand, den Beginn dieses Empfangs noch ein bisschen hinauszuzögern. Nun wissen wir ja spätestens aus den Erkenntnissen der Neuropsychologie, dass im Kontext einer solchen kulinarischen Ankündigung, die ja nicht primär die analytisch-kognitiven Zentren des Großhirns, sondern eher andere Regionen anspricht, die Aufmerksamkeitsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit unweigerlich zusammenbricht. Zumal mit dem Anheben des Schlusswortes ja ohnehin schon die berechtigte Erwartung verbunden ist, dass die Veranstaltung nun zu ihrem Punkt kommt. Ich will es, nachdem nun schon so viel Kluges gesagt wurde, dass ich auch gar nicht alles wiederholen könnte, mit dem Spannungsbogen nicht übertreiben, lassen Sie mich am Ende dieser Veranstaltung schlicht drei Gedanken formulieren. Erstens, ist es nicht erstaunlich, ja in höchstem Maße bemerkenswert, wenn man bedenkt, was für eine großartige Sache aus der einfachen Formulierung entstanden ist, die Stiftung werde in Erfüllung ihres Stiftungszweckes unter anderem, ich zitiere, das Zusammenwirken mit gleichgesinnten Menschen und Gruppen im Ausland verstärken. Den Gründungspaten mögen bescheidenere Visionen vor Augen gewesen sein, als sie am 19. Mai 1958 im Wohnzimmer der Villa Hammerschmidt die Friedrich-Naumann-Stiftung ins Leben riefen.
Dies liest sich schon aus der Reihenfolge der postulierten Stiftungsaufgaben in der Gründungsurkunde, wo noch eine Stufe vorher stand, es sei das Ziel, Auslandreisen junger Menschen zu finanzieren, wir haben sein Beispiel gehört, um den Gedanken der internationalen Verständigung im deutschen Volk besseren Boden zu bereiten. Die Aufgabe war also ganz nach innen gerichtet. Man dachte wohl eher an Busfahrten und Zeltlager in Frankreich oder England, damit sich die deutsche Jugend ein Bild von der Freiheit machen könne. Das entsprach gewiss auch eher dem eigenen Erfahrungshintergrund jener Generation. Dass der Klang der Freiheit aber einmal von deutschem Boden ausstrahlen könnte, stützend, erleichternd, infizierend in den Mittelmeerraum, nach Afrika, Osteuropa, Asien, dass Freiheit zu einem deutschen Exportprodukt werden könnte, also vom Phänomen Bürokratie hätte man sich das vielleicht eher vorstellen können, aber Freiheit, das überstieg, da bin ich mir sicher, selbst die kühnsten Hoffnungen und Erwartungen unserer Gründer. Dass dies nun nach 50 Jahren so ist, ist eine Erfolgsgeschichte. Darauf darf man ein wenig stolz sein, dafür muss man vor allem dankbar sein. Denn, und das ist mein zweiter Punkt, das wirklich Wunderbare des heutigen Anlasses liegt ja auch im Ort des Geschehens. Machen wir uns nochmal bewusst, wo wir uns befinden, im ehemaligen Zeughaus. Angelegt als Manifest brandenburgisch-preußischer Großmachtsfantasien durch Friedrich I. und seit dem Soldatenkönig bis ins 19. Jahrhundert Waffenarsenal der preußischen Armee, wohl eher Sinnbild und Hort von Militarismus und Kadavergehorsam als freien Denkens und offener Meinungsäußerung. Zwar 1848, fast auf den Tag genau, vor 165 Jahren, hätte dieses Gebäude fast Symbol der Freiheit werden können. Doch der Zeughaussturm der Berliner Revolutionäre war kein Sturm auf die Bastille, er scheiterte kläglich im ungeordneten Haufen. Das Zeughaus blieb ein Symbol der Unfreiheit. Hier im Innenhof wurden während Jahrzehnten Fahnen, Geschütze, Trophäen der Unterdrückung zur Schau gestellt. Die Antlitze der sterbenden Krieger, die Andreas Schlüter schuf, waren nicht die Gesichter von Freiheitskämpfern, es waren die Gefallenen für Preußens Gloria. Machen wir uns bewusst, dieser Hof, durch den gerade Noël Cabangons Lied »I am free« erklang, dass dieser Lichthof Hitler die Staffage für die jährliche Rede zum Heldengedenktag bot, das spielte sich hier ab. Und in meiner eigenen ersten Erinnerung an das Haus unter den Linden aus der Mitte der 70er Jahre, damals aus dem Fenster eines hermetisch abgeriegelten Stadtrundfahrtbusses aus dem Westen, sehe ich noch die roten Fahnen und Embleme der Einheitspartei, geschmückte Fassade zu Anlass des 20. Jahrestages des Warschauer Paktes. Die lange Geschichte der Unfreiheit vor Augen, von dem auch diese Mauern, dieser Boden noch bis vor einem Vierteljahrhundert geprägt waren, lässt den Schluss zu: Im Wettbewerb der Systeme haben unsere Werte, hat die Freiheit obsiegt. So hat es der amerikanische Präsident vergangene Woche ja hier in Berlin formuliert. Und wir wollen ihm darin Recht geben und dankbar und auch etwas demütig sein, dass wir mit unserer Arbeit ein klein wenig zur Freiheit in der Welt, mit der wir selbst so reich beschenkt wurden, beitragen durften. Neben der großen Freude und Dankbarkeit angesichts der Beispiele erfolgreicher Stiftungsarbeit im Ausland, die natürlich auch den Dank an die Zuwendungsgeber mit einschließt, trotz diesem schönen Grund zum Feiern schleicht sich mir aber noch ein dritter Gedanke ein. Wie ist es denn bei uns wirklich um den Wert der Freiheit bestellt? Freiheit, wir wissen es, ist eine sensible Pflanze, die ohne ständige Pflege rasch verdorren kann. Freiheit ist kein unumstößlicher Zustand, kein stabiles Gleichgewicht. Die kurze Epoche wirklicher Freiheit in der Geschichte dieses Gebäudes mag uns dies über den Horizont der eigenen Lebenserfahrung hinaus vor Augen führen. Nein, um Freiheit muss auch heute
auch in Zukunft gerungen werden. Wir alle müssen, wie Ralf Dahrendorf sagte, tätig werden, um das Überleben der Freiheit zu sichern. Freiheit, so sagte er, überlebt nur als tätige Freiheit. Dies gilt im Ausland so sehr wie auch hier bei uns. Auf den ersten Blick sieht ja alles recht gut aus. Der durch unsere Stiftung regelmäßig anhand einer repräsentativen Umfrage durchgeführte Wertemonitor bestätigt, 74%, knapp drei Viertel der Bundesbürger, halten Freiheit für sehr wichtig, ja für das Wichtigste überhaupt, für eine gut funktionierende Gesellschaft. Das ist gut und darüber wollen wir uns auch herzlich freuen. Aber sind das alles tätige Kämpfer für das Überleben der Freiheit? Die Idee der Freiheit wurde und wird vielfältig interpretiert und gedeutet. Letztlich geht es aber darum, wie sie in der wirklichen Welt umgesetzt wird. Der Anspruch auf die Abwesenheit von Zwang, die Gewährung der Freiheit durch andere, ist nicht alles. Diese Interpretation von Freiheit passt auch zu einer Gesellschaft, die der Utopie einer allumfassend abgesicherten Sorglosigkeit verfallen ist. Dabei ist Sorge in seinen beiden Bedeutungen von Nachdenken und Verantwortung gerade das Kernelement tätiger Freiheit. Aus Nachdenken entstehen neue Lösungsansätze, entsteht Wettbewerb, die Verantwortung des Einzelnen beginnt zuallererst bei ihm selbst. Doch von den gleichen befragten Bundesbürgern halten nur noch knapp 50% Eigenverantwortung oder gar Rechtsstaatlichkeit für sehr wichtig für eine gut funktionierende Gesellschaft und das mit abnehmender Tendenz. Und nur noch 25% denken dies von Marktwirtschaft und Wettbewerb. Wandel verstehen, Rechte schützen, Zukunft gestalten. Ja, meine Damen und Herren, es gibt allen Grund, sich um die Freiheit zu sorgen. In aller Welt und auch hier bei uns. Im wunderschönen Weinberg der Freiheit harrt viel Arbeit. Die geht Sie, die geht uns alle an. Wir wollen Sie mit Freude aufnehmen und uns hierfür nun stärken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.